Welche Auswirkungen haben Megatrends wie Globalisierung und Digitalisierung auf die Tourismusbranche? Wie können dadurch entstehende Chancen genutzt werden? Diese Fragen wurden bei der jüngsten Auflage der TUI Politik Lounge am Pariser Platz beantwortet. Vorreiter und Marktführer in digitalen Vermarktungsstrategien ist die TUI Premium-Marke Robinson Club. Geschäftsführer Dr. Ingo Burmeister erörterte anhand von Beispielen die Vorteile und Chancen der Tourismusbranche im digitalen Zeitalter. Das Smartphone steht hierbei immer mehr im Fokus. Man hat eine Reise gebucht, Sie haben ein Zimmer mit Mehrblick gesucht. Wir haben der Zimmernummer 231 im zweiten Stock bereits für Sie reserviert und der Zimmerservice war auch schon drin, es ist sofort bezugsfähig. Und das Beste ist, es macht Summ auf dem Handy und dann erscheint eine Möglichkeit, einen elektronischen Key zu nutzen, also einen elektronischen Schlüssel. Das heißt, er muss sich gar nicht mehr am Check-in anstellen und auf dem Handy, die sind ausgerüstet mit einem sogenannten Nierfeld-Chip, NFC-Chip, und darüber hat man die Möglichkeit, in einem Transponder-Türschloss das zu öffnen. Wir haben heute bereits in 8 Clubs diese Möglichkeit und sind gerade dabei, genau das umzusetzen. Das Nutzungsverhalten der Kunden hat sich gewandelt. Um die Stellung als Technologie- und Innovationsführer im Tourismus zu festigen, müssen sich die Wachstums- und digitalen Vermarktungsstrategien der heutigen Zeit anpassen. Datenschutzrechtlich ist das einwandfrei. Wir machen das nur nach einer sogenannten Double Opt-in, das heißt, nachdem der Kunde oder der Gast zweimal bestätigt hat, dass er wirklich mit dieser Aufnahme der Daten einverstanden ist und das auch möchte. Und wenn der Gast dann anschließend seine 14 Tage verbracht hat und hoffentlich nie verloren gegangen ist und durch die Elektronik viel, viel mehr an Möglichkeiten wahrgenommen hat, dann hat er die Möglichkeit, uns sehr, sehr schnell online Feedback zu geben. Steffen Faradi, Geschäftsführer der Pisano Holding, stellte den geladenen Gästen im Anschluss eine der neuesten Technologien vor. Virtual Reality ist das Stichwort. Mit einer Brille und beispielsweise einem Smartphone kann sich jeder schnell und interaktiv an nahezu jeden erdenklichen Ort der Welt begeben. Mit der Virtual Travel Lounge können sich Kunden in einigen Reisebüros bereits vor der Buchung virtuell in das gewünschte Hotel begeben, ihre Blicke durch die Suite auf einem Kreuzfahrtschiff schweifen lassen oder in 360-Grad-Videos eine Hundeschlittentour in Nordschweden erleben. Das machte natürlich neugierig. Die übliche Frage- und Antwortrunde nach der Präsentation blieb diesmal aus, denn die Gäste wollten schnellstmöglich in die virtuelle Welt eintauchen. Das virtuelle Reisebüro in der TUI Politik Lounge, eine neue Vermarktungsstrategie, die schon jetzt begeistert.